Gut, das heißt, ich könnte das Cello sabotieren. Ja, nicht das Cello. Das Teil sabotieren. Das Cembalo, genau. Als eine der Tasten drückst, stößt das Cembalo in einem melancholischen, scharfen Ton aus. Das Instrument untersuchen. Die Reihe Holztasten ist mit freiliegenden Saiten verbunden. Ein Tastendruck lässt einen kleinen Kiel die entsprechende Saite anreißen. Mhm. Ja, das wollte ich allerdings nicht. Ich wollte mal kurz einen Blick in die Principi-Quest werfen. Mann über Bord. Ja, das ist die Sache mit Lamont. Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich eher das, was ich machen sollte. Dem seine Kur retten und über die Schmiede dann gehen. Welcome one and welcome all! Buy me a bottle and I'll be your finest loving pal! Willkommen alle miteinander. Bestell mir etwas zu trinken und ich bin dein bester Freund. Sie hickst ihre Faust und schlägt sich dagegen die Brust, um einen mächtigen Rübs den Weg frei zu machen. What says you, lad? Was sagst du, Junge? Ich bin auf der Suche nach Penrith. Mit dem Handrücken wischt sie sich den Grog vom Mund. Aye, you're likely to find him here from time to time. But at the moment, he's staying up top at Eldie's private quarters. Ja, manchmal kannst du ihn hier antreffen. Momentan hält er sich allerdings in Eldies privatem Quartier auf. Warum das denn? Well, they're real nice. Nun, sie sind wirklich nett. Unter deinem durchdringenden Blick zuckt sie mit den Schultern. Oh, you met because the captain's second in command at Aldi's. When she's off plundering, it's him who runs the deadlight. Achso, du meinst, weil der Captain Aldi's Stellvertreter ist? Wenn sie auf dem Raufzug ist, hat er tröstlich das Sagen. Ben's locked down the inner halls in the upper ramparts. No one but his own crew's allowed within. Ben hat die inneren Säle und die obere Festungshöhle abgeriegelt. Niemand hat Zugang dazu, außer seiner eigenen Mannschaft. He's tempting the fort down, because he doesn't want to get in trouble with Aldi's again. Last time, we might have got too rowdy. Er sorgt dafür, dass Ruhe im Fort herrscht. Er will nicht schon wieder Ärger mit Aldi's bekommen. Letztes Mal waren wir vielleicht ein bisschen zu laut. Sie kichert in ihrem Becher. But executing all those political prisoners sure was fun. Jedenfalls hat es Spaß gemacht, all diese politischen Gefangenen hinzurichten. Naja, super. Nehmen wir einmal, ich möchte Benwerf hierher locken. Warum vermeidet Ben die Gemeinschaftsbereiche des Forts? He's brutal when he's sober and he's bloody mad when he drinks. So he's keeping to himself, I guess. Nüchtern ist er brutal, betrunken ist er wie irre, also bleibt er lieber für sich, vermute ich mal. Aldi's ain't a pushover, but she don't like Benny's increasing aggressiveness. Alles lässt sich ja nicht leicht umstimmen, aber es gefällt ihr gar nicht, dass Benny immer aggressiver wird. If he gets out of hand again, she might hang him by his squishy bits from the bowsprit of his own ship. Wenn er noch einmal über die Steige schlägt, hängt sie ihm am Bugspriet seines eigenen Schiffs an seinen Weichteilen auf. Nehmen wir mal an, ich möchte Benwerf hierher locken. And why would you want to be doing that? Und warum solltest du das tun wollen? Sie hickst, um zu reden. Er und ich, wir haben noch eine Rechnung offen. So long as it stays between just you, solange es unter euch bleibt. Ben loves him some good festivities. Blood or booze doesn't matter, so long as it's flowing freely. Ben ist einem rauschenden Fest nie abgeneigt, ob Blut oder Alkohol. Das spielt für ihn keine Rolle, Hauptsache es fließt in Strömen. That's why Aldi's is always having to rein him in. Deshalb muss Aldi's ihn ja ständig unter ihrer Knute halten. Long as it don't get too out of hand, the captain will probably join us rather than shutting things down. Solange es nicht zu hoch hergeht, wird der Captain sich uns eher anschließen, als der Sache ein Ende zu bereiten. I know how to get us started, but you'll be doing the legwork. Seeing as I don't fancy a punishment should the captain get mad. Ich weiß, wie wir diese Sache ins Laufen bringen können, aber du musst die eigentliche Arbeit erledigen. Mir ist nicht gerade nach der Strafe zumute, die mich erwartet, wenn der Captain durchdreht. Und was genau müssen wir anstellen, um hier ein wenig Zoff zu machen? The more booze, the rowdier we principally get. The better the booze. Well, that's when the real fun starts. Je mehr Alkohol fließt, desto lauter und ungebunden werden wir prinzipiell. Je besser der Alkohol, nun dann fängt der Spaß erst richtig an. I happen to know. Deadlights recently received a shipment of excellent Godkiller's rum. It's reserved for Aldi's private stock. Ich weiß zufällig, dass im Fortunuslicht gerade eine Lieferung von einem hervorragenden Rum eingetroffen ist, mit dem man selbst die Götter umbringen könnte. Der ist reserviert für den privaten Vorrat von Aldi's. Snatch us a barrel, will ya? They're outside on the eastern rampart at the base of the crane. Reißen wir uns doch einfach ein Fass davon unter den Nagel. Sie sind draußen auf dem östlichen Festungswall am unteren Ende des Grats. Careful though. The stairs will be guarded by Benwith's own crew.
they're in a sour mood. Aber nimm dich in Acht. Bemmel ist seine Mannschaft bewacht die Treppe. Und sie sind nicht gerade in guter Laune. Was Benway wohl unternehmen wird, wenn all dies rum für eine Party gestohlen wird? He'll save her and guzzle it with the rest of us. Then later find someone to blame. Er wird sich mit uns zusammen daran betrinken und später Entschuldigen suchen. Ja, wie kann ich die Wache an den Festungswellen umgehen? Most direct route to the rampart is up the stairs by the eastern towers. Ancret's on post there. Der kürzeste Weg zu den Festungswellen führt über die Treppe des östlichen Türme. Dort steht Ancret Wache. She's a bit of a gambler, likes a good bet, but loses more than she ought. Oh yeah, Snake Guy's got her for quite a lot of coin. Seems he's good at rigging, and I don't mean sales. Sie ist eine Spielernatur. Sie wettet gern, aber sie verliert dabei mehr, als es eigentlich nötig ist. Ich habe gehört, Schlangeauge hätte sie ziemlich ausgenommen. Er scheint ziemlich gut im Auftakeln zu sein und ich denke dabei nicht an Segel. Hier steht ein Rübser raus. Ich möchte über was anderes reden. Ich höre, leb wohl. So, wir haben noch was Neues gehört. Ja, es könnte möglich sein, Benwef mit einer lärmenden Feier in den Speisesaal der Festung, dem Hof aus seinem gut verteidigten Captain-Quartier zu locken. Ja, Mirke denkt, dass etwas von Eddie speziell rum genau das Richtige ist, um die Piraten zu einer Feier im Hof von Fortolislicht zu animieren. Eine Lieferung dieses wertgeschätzten Treffchens wird gerade im östlichen Bollwerk der Festung per Kran verladen. Also ja, ich könnte die eine durchs Zocken ablenken. Ich könnte aber auch im Keller gehen und die Mannschaft befreien. Naja, ich könnte die eine sowieso durchs Zocken ablenken und dann oben rum reingehen. Das Problem ist, ich habe so die Vermutung, wenn ich mich jetzt mit Benwef irgendwie in der Öffentlichkeit anlege, dann ist ganz Todeslicht gegen mich und ich will nicht jeden einzelnen Piraten da abbuchsen und in Gefahr laufen, selber abgebuchst zu werden. Ja, also wir könnten hier das Bollwerk hoch, weil da ist das Befehlszelt, also da müssten wir wahrscheinlich rein. Das ist der Untergrundhafen. Also ja, jetzt muss ich mal gucken. Da ist der nusslose Nett. Und da ist Schlangenauge. Came to watch another round. Willst du einer weiteren Runde würfeln zuschauen? Du gewinnst die meisten deiner Spiele, richtig? You wouldn't be implying there's more to it than my superb luck and skills. Du willst doch nicht etwa andeuten, dass mehr dahinter steckt als überlegenes Glück und herausragende Fähigkeiten? Mit einem leisen Lachen klopft er sich auf die linke Hosentasche. Eine Geste, die Nervosität verrät. Because accusations such as that are likely to see you whipped and pickled, my mate. Dass du solche Vorwürfe erhebst, kann dich in arge Schwierigkeiten bringen, Kumpel. Pass bloß auf, dass sie dich nicht auspeitschen und einsalzen. You're wanting to stir up trouble, but I know you got nothing on me. Sod off, before I remove you. Du willst ja bloß Ärger machen, aber du hast nichts gegen mich in der Hand. Verpiss dich, bevor ich dich höchstpersönlich von dir entferne. Okay, ich spiele eine Runde. Ich setz mal auf hoch. Okay. Eine Elf. Looks like you've won. Anscheinend hast du gewonnen. Er blickt grimmig drein, während er dich von Kopf bis Fuß betrachtet, die Augen zusammengekniffen. Mit einem Knurren wirft er dir das Doppelte seines Einsatzes Care zu. For another roll? Nein. Dann leb wohl. Kann ich nochmal mit ihr reden oder ist sie angepisst gleich? I can't ever forget your face. Yet you seem to have forgotten my warning. Dein Gesicht will ich nie vergessen, allerdings hast du wohl meine Warnung vergessen.
Mach mich doch bitte einfach durch. Mir kam zu Ohren, dass du Schlangenauge eine Menge Geld schuldest. Schlangenauge sagt, dass du ein total Versager bist. Nehmen wir mal die zwei. Who told you that? Was it Kondwin? That chunk of rotted hagfish. He ought to know when to keep his mouth shut. Wer hat dir das gesagt? Was Kondwin? Dieser stinkende, schlammige Aal, der sollte wissen, was er seine Schnauze zu halten hat. What did he say? Precisely. Was hat er gesagt? Wiederhole es Wort für Wort. Ich habe gehört, dass er schummelt. Er hat damit geprahlt, dich mit einem gezinkten Würfel betrogen zu haben. Nehmen wir mal die Eins. He's a Puspox Swindler. Beim Klamottermann, er ist ein verdammter Betrüger. Rotten wounds. It's that bloody fucking die of his. I knew it. Tote Teufel, das ist ein verdammter Würfel. Ich wusste es. I'll put a whinger through his nose holes. See what he says then. Ich stopfe ihm meine Faust ins Nasen noch. Mal sehen, was er dann sagt. You're a dead one now. It doesn't sound like you come to settle your debt. So I've got a game to run if you don't mind. You lubberly squid shit. I know about the... Ja, du bist schon so gut wie tot. Hört sich nicht so an, als wärst du hier, um deine Schulden zu begleichen. Ich habe ein Spiel zu spielen, also entschuldige mich. Du schlabberiges Stück Tintenfisch-Scheiß. Ich weiß von dem ganzen, von deinem gezinkten Würfel. Was? Verdammte Lügen. Ich bin sauberer als jede, als eine von Spucke glänzende Kalvarine. Das weiß doch jeder. So, wir sind oben. But it don't got to include my pride. Where do you think you're going? Ei, wo willst du denn hin? Wird nicht wieder vorkommen. Come then. I'll see you out. Dann los, ich bringe dich raus. Er nickt grummelnd und seine Schuhe schlürfen über den Boden, als er dich an deiner Schulter herumschubst. Be cautious. Be constant. Ist sie wieder hier oben? Nö. Also ja, da ist auf jeden Fall eine Wache. Und ja, vor Todeslicht ist wirklich gut bewaffnet, muss ich sagen. Be spying them crates on that there crane cap. Then the casks of rum we be after. Ja. Hinter dem Rum da sind wir hier. Well, if you insist. It's no trouble. Of course. Gottkiller-Rum. Ja, dieses Fass Gottkiller-Rum stammt aus dem persönlichen Vorrat von Captain Eldis. Der dunkle Rum wird mit Zeum und den Hörnern eines Todes, Todgottähnlichen gebraut und sie ist ebenso stark wie selten. Ach du meine Güte. Ich habe so das Gefühl, als Kommandantenzelt kommen wir nicht so leicht. Oder? Oh, okay. Ich ziehe mich zurück. So, das ist die Piratenwache. Die ich da gern umgehen möchte. Dann gucken wir noch, was hier in dem Fass drin ist. Eine Aschebombe, Reparaturvorräte, die wir nicht einsacken können. Okay. Und ich denke, wir können uns aus dem Staub machen. Die scheint immer noch beschäftigt zu sein. Also jetzt könnten wir theoretisch mit dem Rum uns eine Bombe basteln. Oder aber wir können einfach im Keller gucken, dass wir die anderen befreien.
Was mir immer noch irgendwie lieber ist. Bei ihnen einfach mit dem Klavier in die Luft zu jagen, ist mies und schade ums Klavier.